Hallo, ihr Gwirlinge, weiter geht's mit Nokori, unserer Jägerin in Pathfinder Wrath of the Righteous. Sie stehen vor einer versiegelten Kellertür, versiegelt durch Stümper, die versucht haben, die Kellertür zu durchschreiten. Ich frage mich gerade, ob man mit einer Dimensionstür da reinkäme. Das war ja immer so, wenn man hinter die Tür, also hinter die Wand gucken kann, irgendwie durch den Spalt, dann kann man sich da auch rein teleportieren. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich ja leider keinen Punkt, wo man überhaupt in den Keller reingehen könnte. Also so einen Stockwerkswechsel-Button. Sodass ich glaube, selbst wenn wir hier auf der Treppe stünden, könnten wir runtergehen bis da, wo es dunkel ist und dann wäre es das. Oder es geht dann hier unten plötzlich auf. Hinten raus. Aber hier ist die Karte zu Ende. Nee, das kann nicht sein. Also im Moment sieht es für mich so aus, als wäre der Keller nicht zugänglich. Aber lassen wir uns mal überraschen, ob wir irgendwann im Spiel eine Möglichkeit haben, da durchzukommen. So, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, da hochzuschleichen in den ersten Stock. Und das wollen die Helden auch machen. Denn die bisher gefundenen Dinge in Gwerns Anwesen sind schon ein bisschen erklärungsbedürftig. Und der hat breite Flure. Mann, was der hier für Kubikmeter umbauten Raum dadurch generiert, dass er einfach hier so einen Gang im Nichts enden lässt, statt hier irgendwie die Zimmerwand vorzuziehen. Naja, deren hat halt recht, wenn er sagt, das ist irgendwie schlecht geplant. Gebt der Mieze mal den richtigen Aspekt, den sie jetzt gerade braucht, zum Gucken, den Guckaspekt. Und hier hinten in dieser Ecke steht eine unmotivierte Schmuckvase. Oder so eine Prunkschale. Das ist ja, ja, genau, da sieht man sie auch. Da kommt sie richtig zur Geltung. Das einzig Gute, sie kann eigentlich nicht runterfallen, weil da hinten nie einer hinkommt. Außer irgendwelche Kinder oder Enkelkinder, die dann meinen, hier irgendwie Skateboard fahren zu können in der Halle. Die erwischen das Ding auf alle Fälle. Oh, Vorsicht. Was erwischt uns denn hier gleich? Das ist auch kein Arbeitszimmer, das ist eine Bahnhofshalle. Oh. Cambion Magier. Ah, das ist unschön. Vielleicht möchte ich doch lieber hier reingehen. Um dann aus diesem Raum heraus diese Kambionten anzuziehen. Das ist aber auch Stimmung hier drin. Aber vielleicht kommen die ja, ohne dass die da kommen. Also die da, ohne dass die da kommen. Wäre gerade so der Plan. Ihr habt mir gesagt, ich soll mit Lan den Kampf eröffnen, weil Lan auch bei einer Kampferöffnung zweimal schießen kann und sowieso mehr Schaden macht als Woljiv. Weil Woljiv gar kein richtiger Schurke ist. Und nur wenige. Achso, wir wollen aber schon hier den Rundenkampf haben. Auch wenn es jetzt eigentlich fast schon egal ist, weil du bist ja schon. Ah, noch nicht ganz tot. Schwer die nicht. Das kriegst du nicht hin. Ah, schade. Es ist viel. Ah, guck mal, wenn ich manuell Camellia dahin führe und sie dann schießen lasse, der kratzt sich die Läuse vom Kopf, ist das ekelhaft, dann kann ich sie angreifen lassen. Aber als sie hier stand und ich gesagt habe, geh mal dahin und mach's mal in einem Rutsch, hat sie es nicht getan. Das ist ja interessant. Oh, hier haben wir noch eine Tür. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh. Gut. Aber jetzt. Oh, ey, der Typ, der ist ekelhaft. Kannst du bitte deine Läuse bei dir behalten? Ja, das geht nicht. Du kommst gar nicht dahin. Okay, auch nicht. Woljiv könnte hinkommen. Oh, noch so ein Kratzer hier, Igitt. Tja, Sena, du musst da gleich rein. Ja, in der Hoffnung, dass der Afrikaner nun nicht gleich dran ist.
Was sind das für Animationen? Was juckt der sich denn das Ohr? Da ist er dran. Logisch ist der dran. Ach, der juckt sich nur das Ohr, wenn er nicht im Kampf ist. Hier wieder. Ich kann das nicht tun. Das Spiel sagt mir, ich müsste bis dahin laufen. Jetzt machen wir das mal. Oder sind wir ein bisschen schlau. Verkürzen da mal den Winkel. Na, guck mal, jetzt kannst du. Jetzt kannst du es. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass das Spiel nicht schlau genug ist, einen in einem Rutsch solche Sachen beweglich irgendwo hin und macht dann was ausführen zu lassen. Man kann das manuell noch optimieren. Wie gerade eben gesehen. Das dürfte bei dir auch gehen. Warum hast du keine guten Bewegungspunkte? Du bist doch nicht überladen. Was ist denn dein Problem, Deran? Ach doch, du bist überladen, tatsächlich. Warum bist du überladen? Scheiße, ey. Du brauchst auf jeden Fall irgendeine Stärke. Was auch immer. Du kannst überhaupt nichts machen. So, jetzt geht ihr bitte erstmal hier leise rein und macht die Tür hinter euch zu, um die Kambionten nicht auf euch aufmerksam zu machen. Mieze war wie immer im falschen Aspekt. Aber jetzt mal zu dir hier. Du machst mir Sorgen. Du machst mir Sorgen, weil du überhaupt nicht agieren kannst im Kampf, weil du überladen bist. Ja, die Rüstung ist das Problem. Wir müssen dir die Rüstung ausziehen, das nutzt ja alles nichts. Dann nimmst du halt das da. Wir zwingen dich jetzt, das Nachthemd von Horkus Squirm anzuziehen. Und es ist der letzte Schrei, modisch gesehen. Es bietet keinerlei Rüstschutz, aber ein Bonus von Plus als auch Rettungswürfe gegen Furchteffekte. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob du nicht sowieso... Ah ne, Sela war wegen Paladin-Aura gegen Furchteffekte immun, glaube ich, aber du nicht. Gut, wir haben eine Plus-1-Rüstung. Rüstungsklasse 4. Hier 5, passt das? Ne, passt nicht, weil hier wohl wieder die Geschicklichkeit zuschlägt. Dann kann sowas nicht tragen und den anderen ist es auch überhaupt nicht nahe zu bringen. Ach wohl, ich. Nee, aber gut, wir müssen dir diese Rüstung ausziehen. Das nützt nichts. Du bist sonst nicht fähig, im Kampf irgendwie zu laufen und irgendwas zu machen. So. Du hast die Rüstung. Naja, ich hab's ja eben nicht ausgerüstet. Was willst denn du von mir? Ich hab's doch zurückgenommen. Da, guck, das ist doch was ganz anderes. Pass doch auf, Spiel. Achso, du musst hier nicht schleichen. Oh, das ist wohl das Badezimmer. Er muss die Dienerschaft das Wasser hinschleppen. Weil Wasserleitung gibt es hier ja nicht. Und hier kann man auch... Man kann im Badezimmer schlafen. Oder ist das ein Gästezimmer? Ich will es mal als Gästezimmer... Was ist das hier? Magische Essenz. Als Gästezimmer werten. Eine Essenz, die durch sorgfältige Destillation seltener magischer Inhaltsstoffe gewonnen wird. Ist eine teure Handelssubstanz. Nehmen wir mit. Mehr ist hier auch gar nicht. Geht nochmal alle durch, wegen irgendwelcher versteckter Sachen, die dann Schattenfang nicht gesehen hat? Nein. So, dann würde ich hier mal den Kampf gegen die Rübel in der Halle angehen. Lan tut das. Hier stehen mal alle. Die Tür gibt uns ja ein bisschen Schutz. Vor allen Dingen die ganzen Nachthemden hier. Wobei Nachthemd Woljew kann sich ja mal da hinstellen. Auch verbergen. Sela steht dort. Stehst vielleicht. Vielleicht doch eher da.
Nokori stünde dort. Nein, die andere Nokori, die da. So, Land brauchen wir gleich. Kamelia kann da auch in die Ecke. Die werden im Bogen wieder versuchen, einen möglichst spitzen Winkel zu finden, aber bei anderen Türen ist es mir persönlich so gegangen, dass der Türflügel hier halt auch die Sicht versperrt. Leider kann ich den Türflügel jetzt halt nur von innen euch zeigen, der da. Also Schattenfangs Hinterteil wäre zu sehen, das ist richtig. Aber dagegen können wir ja vielleicht noch was tun. Zum einen so und sich zum anderen verstecken. Dann müssten sie eigentlich jetzt zumindest irgendwie auf die Türschwelle treten, um irgendwen ins Visier nehmen zu können. Das ist zumindest mein Plan. Und Lan hat eh da die Aufgabe, da rein zu hechten. Mach mal hier den Kernschuss aus. Für die Eröffnung ist mir das nicht recht, dass du da so weit laufen musst. Wer weiß, was da für mobile Dämoneneinheiten sind. Da. Der Magier kriegt eine an den Latz. Und ist sofort kampfbereit. Und du schießt daneben. Super. Ja, es haucht nicht so. Was ist das denn für ein Ballsaal? Meine Güte. Ja. Das ist ja gerade der Witz, dass wir ja alle nichts tun. In der Runde passiert sowieso nichts mehr. Der ist doch garantiert nicht der Einzige, der hier in der Halle steht. Ja, natürlich nicht. Da gibt es ganz viele. Du kannst mal Nokori buffen. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon reinkommen hier in der Runde. Ich hätte irgendwann mal gern Land dran. Danke. So. Dein Ziel ist es, da hinten rein zu laufen. Dankeschön. Hau dich aufs Bett eine Runde. Du hast deinen Teil getan. Abricandilo. Er steht direkt vor der Tür. Aber direkt vor der Tür ist halt auch noch nicht in der Tür. Deswegen werden wir diese Runde wohl noch abwarten und gucken, wie sich die Gegner postieren. Du hingegen kannst ihn buffen. Ihr kommt aber schon, oder? Ja, der hat was gesehen. Okay. So, Lan. Der möchte sich noch den zweiten Treffer abholen, genau. Ah, du greifst gleich einen Tank an. Und da steht ein getarnter Schurke neben dir, du. Du Opfer eines hinterhältigen Angriffs. Hier steht es ja ein zweiter, aber den würde ich auch reinkommen lassen, ehrlich gesagt. Sela. Das war eine ganz große Leistung. Ich danke dir für alles. Immerhin 11. Ach, geben wir jetzt diese Position auf? Ich möchte sie noch nicht aufgeben. Das ist doch schon besser. Oh, da sind noch zwei. Einer steht da an der Tür, unsichtbar, und einer steht irgendwo um die Ecke. So, Lan. Ein Deskari-Kultist. Wie schlimm ist denn der? Stufe 5. Mach erstmal den da weg. Den anderen ballerst du daneben. Super. Aha. Du stellst dich jetzt in die Tür. Für dich ist Schattenfang da.
Sag mal, Seela, das wird auch nichts mehr mit dir und Treffen in diesem Spiel, oder? Immerhin. So. Hi! Du bist im falschen Aspekt. Super. Aber gut gemacht. Camellia, du kannst dich ja einfach mal hinlegen. Oder auch nicht. Deran. Oh, danke. Nokori. Hier. Zum Miezchen dazu und gib ihm den Stärkefokus. Den Stärkeaspekt, auch wenn wir den jetzt gar nicht mehr brauchen. Da kommt noch einer. Down. Du kommst hier nicht hin, um anzugreifen. Doch. Ah, geht ja doch noch. So, die Halle wäre klar und wir haben wenig Schaden eingeschickt. Eigentlich hat ja nur Seela was abbekommen. Und ich glaube, ich gebe uns jetzt hier einmal das Fokussieren. Weil doch ein paar angezählt waren. Hier haben wir viermal leichte Wunden heilen. Nee, warte mal. Das machen wir mit Getränken. Hier ein Schluck. Da ein Schluck. Und der Mieze geht's halbwegs gut. Wir sammeln auf. Trommelwirbel. Nur Plunder. Ist das hier? Ach, das ist Luftelementar, genau. Das hier ist Verderben. Ja. Sammelt auf, aber das werden wir eh wieder alles abladen. Jetzt geht mal mutig davor. Guckt euch an, was da gewesen ist. In der großen Halle. Wieder so eine komische Rüstkammer mit einzelnen Schreibtischen. Was ist denn das hier? Nirgendwo irgendwas abzugreifen. Außer vielleicht da, in diesem nächsten Räumchen. Ein Schlafzimmer. Kultistenattentäter. So, so. Ein Attentäter. Ihr bleibt mal eigentlich alle stehen, da wo ihr seid. Seela bei... warte mal, das machen wir so. Du gehst noch ein Stück dahin. Seela vor dich. Nokori andere Seite. Und Lan übt schon wieder. Das ist so geil. Es kommt ein bisschen zu oft, aber ich sehe es trotzdem gerne. Okay, da ist ein Attentäter, hat Woljew geflüstert. Und der ist auch richtig gut im Wahrnehmungswürfeln, dieser unfassbare Angeber. Oh, hat einen Modifikator der Wahrnehmung von 16. Wow. Na ja gut, was wollen wir machen? Ich hätte ganz gern Landa rausgezogen. Weil wir irgendwie alle auf dem falschen Fuß erwischt sind. So, Lan, du gehst da jetzt einfach raus. Machst ansonsten gar nichts mehr. Sollen sie doch kommen. Beziehungsweise du gehst mal provokant sogar um die nächste Ecke. Das können die zwar eigentlich nicht wissen, aber sie werden es trotzdem wissen.
So, jetzt machen wir hier nichts. Du kriegst einen Buff. Hier genauso. Du wartest. Oh, ey, 3 Gelegenheitsangriffe. Was ist denn das für eine Gazelle? Wow. 3 gewürfelt. Das ist toll. 4 gewürfelt. Leute. Eine 2, eine 3 und eine 4 gewürfelt. Der läuft wirklich an 3 meiner Leute vorbei. Alle 3 können einen Gelegenheitsangriff machen. Und sie würfeln eine 2, eine 3 und eine 4. Das ist derartig unwahrscheinlich. Es dürfte im gesamten Let's Play niemals vorkommen. Das ist gefühlt schon 3-mal genauso gewesen. Das ist nicht zu fassen. Aber der hier, der nervt gerade. Ja, reicht nicht ganz. Sela. Ja, reicht immer noch nicht ganz. So, du willst es ja unbedingt wissen. Boah, der ist aber auch wirklich stark. Da muss Nokori schon irgendwie helfen. Ja. Wolf war noch nicht dran. Du kannst da schießen. Camellia muss einen schlafen legen. Die Frage ist, wen? Na, den kann sie erwischen auf alle Fälle, aber ich würde fast behaupten, wir wollen den da schlafen legen. Ja, also wo ein Wille ist, da ist noch lange kein erfolgreicher Wurf, beziehungsweise er würfelt eine 18. So. Okay. Wenn er jetzt die Waffe wechselt, hast du dann einen Gelegenheitsangriff? Ich glaube nicht. Mieze? Sela, da kommst du nicht hin. Versuch's trotzdem. Wobei Landers vielleicht sogar alleine klärt, wenn er kann ja. Aus der Nähe daneben schießen, das ist eine seiner leichtesten Übungen. Wieso kannst du da nicht angreifen? Geh doch mal dahin. Fehlschlag. Du kannst nicht viel helfen. Sela. Mir wäre wohl, wenn wir den schlafen legen könnten. Jetzt ist mir wohl. Ich meine, der war im Schlafzimmer. Klar ist er anfällig für Schlaf. Gell? Richtig. So, wer darf denn jetzt in aller Ruhe hier den Abstauber machen? Für den Fall, dass er in die Hose geht, stelle ich mal Woljew daneben wegen Gelegenheitsangriff beim Aufstehen. Der kann nichts machen. Die Mieze lasse ich mal da. Verzögern. Land, du sollst jetzt nicht dran sein. Nokori gönne ich mal jetzt hier den Abstauber. Es war nämlich nur 17. Der hat seinen Zähigkeitsrettungswurf. Hat er gekriegt. Übel. Stehen bleiben. Daneben. Camellia. Gut. Woljew, du hast gleich nicht mehr die Möglichkeit, einen Gelegenheitsangriff zu machen, weil du die Sache vorher klärst. Der war übel hier. Was hat er denn für eine Stufe? Ah, das war ein Attentäter Stufe 7. Das hat man gemerkt. Der war viel, viel stärker als die anderen. Und die haben mich schon genervt.
Attentäter hat aber auch nur einen mittelschwere Wundenheilentrank dabei und die Dolche sind nichts Besonderes. Und hier auch normaler Kram. Wir müssen Sachen abladen, ey. Das sind jetzt schon wieder in der mittleren Stufe hier der Überladung. Nun denn, ich gönne unserem Tank hier mal den gefundenen Trank. Und dir auch einen von denen, die jetzt zur Neige gehen. Ich hatte mal doppelt so viele. Da war mir wohler. Die Miezenlampe durchschnüffelt ja mal alle Ecken in diesem komischen Schlafzimmer. Aha! Schwierigkeitsgrad 18, Geifercheck-Alarm. Obergeschoss, Gewärms Anwesen. Neben dem Bett da ist was. Das gucken wir uns gleich an, was das ist. Sonst irgendwas? Hier auch eine Badewanne. Also dieses Bild hier, wir hatten an diese Wand dieses Bild gehängt. Das passt da sowas von nicht hin. Aus mehreren Gründen. Immerhin, der Teppich passt zur Wandfarbe. Mehr als man Gwärm zutrauen könnte. Da also was. Das guckt sich Ursula an. Hinter dem Bild. Standort vortäuschen, Schriftrolle, Krankheit kurieren und Steinhaut. Und hier eine Schatulle, die sticht gleich mal wollig ins Auge. Bisschen Krempelkram. Glas, eine Reagenz. Ja, das war's hier. Wir haben hier noch eine Tür. Das muss ja dann das Arbeitszimmer sein, weil... Ach nee, da war da noch was. War hier noch eine Tür? Ja, richtig. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Und schauen uns an, was das hier ist. Ach, da ist ja so eine... Moment, was ist das? Die Tür wird mit ungewöhnlichen magischen Mitteln verriegelt. Sie scheint kein Schloss zu haben. Ich kann sie nicht aufmachen. Aha. Ich kann dahinter, also die Helden können irgendwie durch eine Ritze illern. Hier ist eine Ritze, schlecht gearbeitet. Und erkennt dahinter schemenhaft ein weiteres Gästezimmer. Diese komischen Trennwände. Dieser Sockel, der zur Badewanne führte, im Raum gegenüber, so ein Teppich, so ein Tisch. Hm. Na gut, wenn ich sie nicht aufkriege, dann kriege ich sie nicht auf. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas dafür. Irgendeine Spruchrolle der magischen Entsiegelung, was weiß ich. Dann muss das jetzt wohl aber wirklich dein Arbeitszimmer sein. Und wenn das der Raum ist, den wir für dich klären und säubern sollen, dann wird dieser Raum doch bestimmt mindestens einen Gegner beinhalten, gell? Wieder so ein Attentäter. Papiere verstreuter Art. Es könnte ein Arbeitszimmer sein, ein sehr unordentliches. Ein Babau. Babau war doof, weil der macht Aua auf Mieze. Moment. Woljew, du hast doch... Wer hat denn sowas? Du hattest es nicht. War es der Doktor? Ich suche so etwas hier. Energie widerstehen. Wo ich dann Säure auswählen kann. Aber ich sehe derlei nicht bei meinen Magiern hier. Das haben wir wohl gar nicht. Es ist toll, dass wir das gar nicht haben. Haben wir es denn hier? Ich such's mal. Also, die Helden beherrschen zwar den Zauber Energie widerstehen auf ein einzelnes Ziel, aber das hat niemand gelernt. Und wir haben auch weder Trank Säure widerstehen, noch haben wir eine entsprechende Schriftrolle, sodass ich Schattenfang
einfach mal nicht kämpfen lassen, in der Hoffnung, dass da nur ein Babau drin ist. Und die anderen, die können eigentlich bleiben, wie sie wollen. Geh mal dahin. Und ja, Lan versucht's wieder. Nur natürliche Waffen und waffenlose Angriffe wären jetzt hier von dieser Säure-Antwort des Babau betroffen. Gut getroffen. Irgendwie der zweite Schuss bei der Kampferöffnung hat noch nie getroffen bisher. Warum eigentlich nicht? Weil du da eine 1 würfelst. Das solltest du nicht tun. So. Camellia, du kannst jemanden buffen. Das kann Deran auch machen. Mieze macht gar nichts. Wolf nix. Seda nix. Nokori nix. Der ist wirklich gut zu Fuß. Ich werde euch die Runde auch noch alle abwarten lassen. Mieze. Nee, Wolf nicht. Lan. Oh ja, der hat eine lange Waffe. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ist aber nicht angezeigt worden. Das ist auch schade. Dieser Angeber. Es sind zwei. Na klar sind es zwei. Weil einen hatten wir ja schon, gell? Dann lassen wir hier die Runde wechseln. Und es... Ach du meine Güte, noch Kambionten. Okay. Ach, Aprikandilu. Okay. Boah. Du bist so ein Schwein, weißt du das? Du Arsch. Kannst deine Rettungswürfe. Wie ein Weltmeister. Was willst du da jetzt machen? Du kannst ja gar nichts machen. Du stehst da genauso, dass du gleich tot bist. Super. Geh da mal einfach weg. Kann Mietz ja doch hier mitmachen. Acht hinterhältig, immerhin. Ja, Lan liegt da. Und da ist der zweite Babau. Schön. Wie sich das alles fügt. Auf wen dresche ich denn jetzt ein? Auf den da? Erst Level 3. Erst Level 7. Vielleicht sollten wir erstmal den da irgendwie aus dem Spiel kriegen. Der teilt Hinterhältige aus wie ein junger Gott. Das könnte richtig böse werden. Dass der Biababau hat eine lange Waffe und der andere nicht. Aha. Geh du da mal weg. Danke. Ach, der steht immer noch. Einer weniger. Aber wir sind auch gleich alle down. Denn der Babau hier hat ja nur überhaupt keinen Gegner in uns. Zumindest zeigt er uns das immer wieder. Ach so, ich hätte... Ja, ja. Ja, was soll ich machen? Mit dem langen Ding einmal nach vorn und einmal nach hinten und schon ist Kenabris dem Untergang geweiht. Okay, Babau plus lange Waffe gleich richtig scheiße. So, natürlich kriegen wir es trotzdem hin mit dem Kampf und zwar machen wir es folgendermaßen. Nokori setzt erstmal hier den richtigen Aspekt, das habe ich wie üblich vergessen. Und
wir haben tatsächlich die Möglichkeit, hier Säureschutz zu machen mit Woljew. Und das machen wir aufs Miezchen, damit das auch sich beteiligen kann an dem ganzen Kampf hier. Du gehst in den Fernkampf. Du gehst vorne an die Tür. Mieze geht mal da so hin. Sela lässt sich dort so sehen. Nokori kann auch ein bisschen näher kommen. Vielleicht dahin. Lan sollte so stehen, dass er durch die offene Tür gucken kann. Hier eigentlich genauso. Woljew schleicht, Tür auf. Und Netz reingeballert. Auf die Brüder. Hahaha, das war wohl ein Lachen oder was? Oh, ich werde das Lachen gleich vergehen. In der ersten Note kann man nicht viel machen. Selbst mit Kernschuss aus kannst du nicht schießen. Nee, lass es. Du kriegst einen Buff. Das war's mit der Runde für dich. Wir lassen die sich erstmal alle sortieren. Mieze steht da. So, wir warten, bis die mal rausgekommen sind. In der Hoffnung, dass sie das irgendwann schaffen. Oh, der ist so schnell, dieses kleine Mistvieh. Trotz aller Spinnennetze ist der viel zu schnell für meinen Geschmack. Und natürlich trotz Akrobatik noch eine eingefangen. Ich liebe es. Geh da weg. So, Nokori, wie gehen wir denn mit dem um? Wir müssen erstmal debuffen. Das war erfolgreich. Da kommt der zweite. Und so ein Idiot. Okay, die Mieze ist, glaube ich... Na gut, es ist halt die Frage, wen wir schlafen legen können. Sela wird auf jeden Fall den da erstmal tanken. Wobei, wenn wir den tanken, der andere kommt ja auch gleich. Ich muss warten, bis Camellia dran war und möglicherweise einen schlafen gelegt hat. Dann ist nämlich der ganze Kampf plötzlich ein ganz anderer. Auch hier müssen wir warten. So, Camellia, schön, dass du auch mal dran bist, langsam. Kannst du den hinlegen? Das kannst du nicht. Schön, dass wir darüber geredet haben. Dann darf Mieze... Na, das hier, das kriegt ja auch irgendwie Nokori hin, hoffe ich. Ein Schaden. Okay, ein Schaden. Ein Schaden. Ein Schaden. Hey, drei Schaden schon. Toll. 19 obendrauf. So, der macht mir gerade nicht so viele Sorgen. Der ist gedebufft. Sorge macht mir der Rüpel da hinten, der gleich dazu kommt. Drei Schaden. Nokori, du musst den da ja eigentlich anschnauzen. Du musst also nur ein Stück zur Seite. Das muss ja eigentlich gehen. Erfolgreich, dankeschön. Der trifft natürlich trotzdem. Camellia, ich hätte ihn gerne hingelegt. Was zum Glück funktioniert. Ich möchte hier dich angreifen lassen. Gut. Sela. Nicht gut. Ah ja, einer. Lan, bitte. Ja, das waren 29 in Summe. Ah, ist aber echt hart im Nehmen. Daneben.
So, du kannst den noch anschnauzen, damit der dir nicht noch was tut, aus Versehen. Du kannst auch noch einen einschüchtern. Also der hier ist der Nächste, der eigentlich weg muss. Genau, danke. Mieze, komm. Ja. Dankeschön. So, du musst jetzt auf jeden Fall an den da ran, weil wir müssen da ja auch diesen Gnadenstoß setzen. Und zwar nicht erst irgendwann. Du buffst Lan. Der nimmt den da. Daneben, schade. So, Woljev, du müsstest eigentlich jetzt ganz schnell mal wechseln. Und da vorne hin. Nokori. Der nervt ja genauso. Jetzt nicht mehr. Ein Problem erledigt. Näher ran. Der ist jetzt zum zweiten Mal dran. Der Apricandilu nervt mich. Meine Fresse, ey. Geht kuscheln. So. Jetzt. Wir kommen da gar nicht rein. Mieze da ran. Danke. Er macht denn den Gnadenstoß? Das muss Sela versuchen. Aber, ach, dann ist Woljev erst da dran. Das ist alles nicht so gut. Mach den Gnadenstoß, lass noch diesen Apricandilu. Der nervt mich nämlich. Schnauze. Danke. Dahin. Danke. Lan-Buffen. Danke. Lan wäre dran, aber wir verzichten jetzt drauf. Stattdessen. Ach, der ist schon. Der ist. Das, dies ist eine völlig beschissene Reihenfolge. Woljev, du kannst den Gnadenstoß nicht machen, stimmt's? Ja. Minimal zu weit weg. Finde ich richtig gut. Muss es da irgendwie ran? Tja. Nokori, du kannst ja auch nicht ran. Mal dahin. Noch schläft er. Du wartest. Schattenfang wartet. Es muss halt Sela versuchen. Okay, so. So macht man das. Wenn man weiß, was da drin ist. Babau mit langer Waffe. Böse. So, Sela hat ganz schön was eingesteckt. Das ist richtig. Ist aber auch die Einzige, die das getan hat. Finden wir mal ein bisschen Heilungskram. Das wäre toll. Wir haben jetzt die Queste vorangetrieben. Soweit, dass wir... Tagebuch? Gewärm? Das ist hier. Die Gefahr ist gebannt. Ich kann jetzt aus dem Fenster das Signal geben. Mhm. Aber vorher gucke ich mich natürlich in seinem Arbeitszimmer um. Schattenfang beschnüffelt auch mal diese komischen Dämonenleichen hier. Das ist nichts, was ihn interessiert. Der Babau hat ja so eine Waffe dabei, einen Langspeer. Ah, hier, kritischer Treffer mal 3. Ein Kurzspeer hat das leider nicht. Es ist natürlich schön, so eine Waffe jemandem zu geben,
der den Gnadenstoß vollzieht, weil dann der Crit, der automatische Crit, den man dadurch erzielt, natürlich mit 3 multipliziert wird und umso mehr Schadensreduktion übersteigen kann. Aber ich glaube, ich habe nicht wirklich jemanden, der gut mit Speeren kann. Wir gucken mal kurz durch. Also, Lan kann das gar nicht. Sela hat zumindest die Theorie drauf. Sela würde hier plus 8 immerhin haben. Schaden 7 bis 14, das halt mal 3. Jetzt hingegen, was sie gerade gemacht hat, 7 bis 14 mal 2. Also es ist schon interessant für sie, diesen Speer zu benutzen. Die Sichel des Strauchelns. Ich weiß nicht, ob ich die haben will. Wahrscheinlich ist es falsch, so zu machen, aber ich mach's mal. Okay, Mieze. Schnüffel mal rein, ob es wirklich sicher ist. Achso, wir haben hier noch dieses Netz, richtig. Das kann, glaube ich, auch Wolf wegmachen, weil es dauert jetzt ja ewig, bis das weg ist. Zauber aufheben. So. Das ist gut, dass man das kann, weil in Kingmaker ging das noch nicht. Da musste man teilweise warten, bis das weggeht. Und das Netz ist dann teilweise 30 Minuten da oder so. Das ist undankbar. Kommt bitte mal alle rein. Wolf, ihr seht sofort hier eine Truhe. Mit Krempel. Hier muss man was machen an dem Fenster, ja. Oder an dem anderen Fenster vielmehr. Was ist das? Entdeckt Falle? Wo? Wolf entdeckt Falle. Ah, da. Schwierigkeitsgrad 14. Das schreckt mich jetzt nicht so. Du bist in der Lage, das wegzumachen, Wolf, ja? Ja, bist du. Gut. Mieze kriegt mal noch den anderen Fokus. Im Sinne von Aspekt. Und wir finden nichts mehr. So, was können wir hier machen? Da reingucken. Das ist nur Krempel. Die Truhe mit Falle, was war da drin? Oh, bisschen Gold. Ein gefälschter Schmuck von Darek Sonnenhammer. Aha. Darek Sonnenhammer, das ist der Juwelier, bei dem Evan von den Hundeherzen seinen Verlobungsring für Kiana oder wie sie hieß, hat anfertigen lassen. Das kann man trotzdem gut verkaufen. Wieso hast du gefälschten Schmuck dabei? Seltsam. Und einen nicht identifizierten Kurzbogen. Und es handelt sich um einen Kurzbogen des Codex. Ein plus 1 Kurzbogen gewährt seinem Träger einen Bonus von plus 1 auf Angriffswürfe gegen chaotische Kreaturen. Aha. Aber ist das besser als so eine Armbrust? Also bist du denn überhaupt in der Armbrust ausgebildet? Ich glaube ja nicht. Du hast Waffenfinesse. 2 Waffenkampf kannst du... Hier. Waffenfinesse, Training, Dolch. Ansonsten ist es völlig egal, was du nimmst. Dann denke ich mal, ist deine doofe Armbrust hier endlich mal weg. Also, du hattest hier einen Angriffsbonus in der Armbrust von plus 9, Schaden 1d8. Das ist quasi nix. Der gleiche Bonus, weil dir das ja egal ist, welche Fernkampfwaffe du benutzt, in der du nicht ausgebildet bist. Aber hier machst du 2 bis 7. Ein Minimalschaden mehr, dafür oben einer weniger. Auf der anderen Seite ist dieses Ding aber auch magisch, wie ihr mir erklärt habt. Und damit können wir damit auch zum Beispiel körperlose Wesen attackieren, was er bisher nicht könnte, zumindest nur mit Magie. Soweit so gut, aber ich habe immer noch nichts gefunden, was irgendwie den guten Gewehren belasten täte. Ich vermute ja, dass hier noch ein Zimmer ist. Aber wenn da eins ist, dann haben es die Helden bisher nicht gefunden. Der Schrank ist auch verdächtig. Haha, wow, endlich. Und da ist sie. Geheimvercheck-Alarm. Geheimtür gefunden. Obergeschoss, gewärmtes Anwesen, Schwierigkeitsgrad 25. Der verdächtige Schrank ist tatsächlich eine Geheimtür. Ich habe es geahnt.
Woljew hat's entdeckt. Schattenfang hat's nicht geschafft. Deran auch nicht. Aber Woljew, auf den ist Verlass. Also Woljew macht hier echt eine gute Figur. Muss man wirklich sagen. Und darf deswegen diesen Schrank zur Seite rücken, weil er auch so unglaublich kräftig ist. Verschlossen, wie verschlossen. Er ist verschlossen. Ja. Er macht's auch halt auf. Okay, die Geheimtür ist dann doch irgendwie noch ein Geheimnis. Wir wissen nicht, wie die aufgeht. Kann das wahr sein? Macht die Gwärm jetzt auf oder was? Ich fürchte ja nicht. Es ist eine Geheimtür in seinem Arbeitszimmer. Es wäre spieltechnisch natürlich möglich, den Schalter zu ihrer Öffnung irgendwo zu platzieren, aber rein rollenspielerisch macht es natürlich nur Sinn, wenn er das in seinem Arbeitszimmer tut. Speichern. Dann gebt ihm mal ein Zeichen. Das Anwesen ist sicher. Ihr lebt noch. Gute Arbeit. Ein Lob aus deinem Mund. Und du gehst jetzt natürlich. Ja. Meine Geheimtür wurde nicht geöffnet. Fantastisch. Es war also noch nicht zu spät. Also wir konnten sie nicht öffnen, nehme ich daraus. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Die Enthüllung von Familiengeheimnissen. Das ist ja so aufregend. Okay, Camellia scheint es nicht zu wissen. Geht da rein. Dein Familiengeheimnis ist ein alter Teppich und so eine Glockenharfe oder was ist das hier? Eine glückliche Familie. Horgus, eine unbekannte Halbelfin und ihre dunkelhaarige Tochter. Das Gemälde ist überschrieben mit Horgus Gwärm, Iris und Camellia. Camellia? Camellia ist die Tochter von Horgus Gwärm? Soll das die Botschaft sein? Das Gemälde eines schmächtigen blonden Knaben mit auffallend blasser Haut. Es ist überschrieben mit Horgus Gwärm im Alter von 9 Jahren. Aha. Knacken. Eine magische Rüstung. Brustplatte plus 1, nichts Besonderes. Noch irgendwas hier? Ist ein komischer Raum. Also, falls wir nichts übersehen haben und kein Geheimversteck verkackt haben, wahrzunehmen, war's das. Wir müssen jetzt mit ihm reden, glaube ich. Na dann. Die Gemälde sind genau dort, wo ich sie zurückgelassen habe. Sehr gut. Horgus Gwärm dankt euch für eure Hilfe. Wahrnehmungswurf erfolgreich. Ich habe wirklich eine 1 gewürfelt. Irgendwas stimmt nicht mit den Gemälden vor dir. Der blonde Junge in den Farben der Gwärm-Familie sieht Horgus kein bisschen ähnlich. Auf dem Familiengemälde ist Horgus neben einer unbekannten Halbelfin und einem kleinen Mädchen abgebildet, das verblüffende Ähnlichkeit mit Camellia hat. Wer ist es auf den Bildern, Horgus? Ihr habt es also bemerkt. Dann lässt es sich wohl nicht mehr leugnen. Horgus schweigt einen Moment, ehe er seufzt und seine Lippen aufeinander presst. Wisst ihr? Ich habe 2 Geheimnisse. Ich glaube, du hast noch mehr als 2. Camellia ist tatsächlich meine Tochter und ich bin nicht der echte Horgus Gwärm. Moment mal. Wenn Camellia deine Tochter ist, aber du nicht der echte Horgus Gwärm bist, dann musst du ja
wenn auf diesem Bild Camellia als Tochter von Horcus Gream dargestellt ist, eine Affäre mit der Ehefrau von Horcus Gream, vom echten Horcus Gream gehabt haben. Macht euch bereit zu sterben, Horcus Gream. Camellia ist eure Tochter? Ja, meine uneheliche Tochter, um genau zu sein. Horcus errötet. Sie hat seit ihrer Geburt in diesem Haus gelebt. Die Dienerschaft hielt sie für eine Nichte oder die Tochter eines Freundes, der auf den Kreuzzügen gefallen war. Ich habe ihren Irrtum nie aufgeklärt. Es passt noch nicht zusammen. Ihre Mutter Iris war eine Halbelfin von niederer Herkunft. Sie hat hier in den Gärten gearbeitet. Ich wollte die Gwerm-Familie mit einer anderen Adelslinie vereinen. Hätte jemand den Namen Gwerm mit dem gemeinen Volk in Verbindung gebracht, wäre er in der Bedeutungslosigkeit versunken. Da Iris nicht protestierte, konnten wir unsere Verbindung geheim halten. Und als schließlich Camellia geboren wurde, erkannte ich sie nicht als mein Kind an. Offiziell ist Camellia die Tochter eines Dieners der Gwerm-Familie, der vor mehr als 10 Jahren starb. Und bevor ihr mir vorhaltet, was für ein schlechter Vater ich bin, möchte ich euch etwas sagen. Meiner Tochter fehlte es an nichts. All ihre Wünsche wurden erfüllt. Ob das für ein Kind gut ist? Sobald sie sie äußerte. Ich stellte die besten Lehrer an und kaufte die besten Bücher. Sie aß stets gut und hatte warme Kleidung. Machen das Eltern nicht so? Und Camellia. Ihr habt mein schrecklichstes Geheimnis gelüftet. Vater ist so um den Namen Gwerm besorgt, dass er mich in unserem Anwesen aufgezogen und vor der ganzen Welt versteckt hat. Ich werde ihm immer dankbar sein für alles, was er für mich getan hat. Auch wenn die Gesellschaft von Mendev einige seiner Entscheidungen missbilligt. Wäre es unverschämt, euch um Diskretion zu ersuchen, was euer Wissen über uns betrifft? Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ihr seid nicht Horcus Gwerm? Mein wirklicher Name ist Darian Wütt. Meine Eltern waren Diener der echten Gwerms in deren Anwesen am östlichen Rand von Mendev. Die Gwerms waren großzügig und edelmütig, aber kurzsichtig. Sie brachten den Großteil ihres Vermögens mit Wohltätigkeitsprojekten durch. Stattdessen hätten sie sich mehr darum kümmern sollen, ihr Anwesen zu bewachen. Als ich etwa 10 Jahre alt war, spielte ich wie üblich mit dem gleichaltrigen echten Horcus Gwerm im Garten. Ich habe keine Ahnung, woher die Dämonen kamen. Horcus rannte zum Anwesen und ich in die entgegengesetzte Richtung. Er wurde ergriffen und getötet, ich nicht. Horcus zuckt entschuldigend mit den Schultern. Kreuzfahrer kamen aus der nächstgelegenen Stadt, um uns zu helfen, aber ich war der einzige Überlebende. Sie fragten nach meinem Namen und ich sagte, ich hieße Horcus Gwerm. Das ist die ganze Geschichte. Und Camellia. Was für eine herzerweichende Geschichte. Ich bekomme immer feuchte Augen, wenn ich sie höre. Also irgendwie ist sie... Das perlt also an ihr ab. Also wir haben 2 Geheimnisse. Erstens, Horcus Gwerm ist nicht Horcus Gwerm. Und zweitens, Horcus Gwerm, der nicht Horcus Gwerm ist, hatte Sorge um den Namen, der nicht seiner ist. Und hat deswegen eine Tochter, die seine ist, aufgezogen als eine, die nicht seine ist. Ich habe das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen, Camellia. Horcus ballt seine Hände zu Fäusten, aber seine Stimme klingt eher müde als wütend. Und Camellia, ihr habt recht, das habe ich nicht. Daran hört sich Horcus Geständnis mit angespannter Miene an. Ein Knabe in einem von Dämonen attackierten Anwesen. Kommt mir bekannt vor. Und Gwerm. In Mendev gibt es viele solcher Geschichten. Allerdings meist ohne Überlebende. Der arme Horcus zum Beispiel, er hat es nicht geschafft. Ihr hattet Glück, werter Graf, es sei denn, ihr verbergt etwas. Horcus zuckt unbeholfen mit den Schultern, um seinen Schmerz zu verdeutlichen. Und Daran. Verdammt! Und ich dachte, Horcus wäre stinklangweilig. Und dann packt er diese Geschichte von seiner gestohlenen Identität aus und präsentiert uns eine Geliebte nebst unehelicher Tochter. Ich fürchte, das stellt selbst mich in den Schatten. Wer weiß, wie viele Kinder du hast. Ihr wart nur ein verängstigtes Kind. Also,
Der ist ihr trotz, also Nolkori kann den trotzdem nicht leiden. Deswegen kann sie hier, ich habe nichts als Sympathie für euch übrig, einfach nicht sagen. Selbst wenn diese Enthüllung jetzt hier tatsächlich nichts mit irgendwelchen Dämonen zu tun hat. Aber was die ganze Geschichte hier immer noch nicht erklärt, ist diese Sammlung an Folterwerkzeugen in dem einen Raum und an Reitgärten und Peitschen in einem anderen. Euch ist damals eine einmalige Gelegenheit in den Schoß gefallen. Es ist keine Schande, die Chance auf ein besseres Leben zu nutzen. Boah, ist das schwierig. Also, Überlegung. Nokori kann ihn immer noch nicht leiden. Das ist Punkt 1. In Camellia ja auch nicht wirklich. Obwohl jetzt in den letzten vielen Episoden es überhaupt keine Indizien mehr dazugekommen sind, dass mit denen irgendwas nicht stimmt. Aber es ist immer noch nicht gesagt, dass Camellia nicht in Kultistenangelegenheiten verwickelt ist. Es ist immer noch nicht gesagt, dass Horkus Gwerm, wie auch immer er heißt, Darian Witt oder so, nicht in irgendwelche Kultistenangelegenheiten verwickelt ist. Wir haben den Keller des Hauses noch nicht betreten können. Was für ein Zufall. Wir haben Folterwerkzeuge gesehen. Also, nee. Das ist nicht genug hier an auf die Tränendrüse drücken. Deswegen Recht schaffen. Was ihr getan habt, war falsch. Die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Und Gwerm. Was würde sich dadurch ändern? Wem würde die Wahrheit helfen? Horkus Gwerm und seine Familie sind seit langer Zeit tot. Würde irgendwo auf dieser Welt noch ein Gwerm leben, würde ich ihm das gesamte Anwesen sofort überlassen. Das könnt ihr mir glauben. Das erzählst du einfach. Und Sela. Ihr habt ein Verbrechen begangen und versucht, seitdem es wieder gut zu machen. Aber lasst mich raten, egal wie sehr ihr es versucht, die Schuld bleibt, nicht wahr? Und Gwerm, das stimmt. Woher wisst ihr das? Und Sela. Auch ich habe als Kind einen Fehler gemacht, einen weit schlimmeren als ihr, was die Tat an sich und ihre Folgen angeht. Viele Jahre vergingen, ehe ich lernte, damit zu leben. Also steht es mir nicht zu, euch zu verurteilen. Und Gwerm. Es fällt mir schwer, offen über Geheimnisse zu sprechen, die ich all die Jahre gewahrt habe. Ich war Zeit meines Lebens ihr Gefangener, so seltsam das auch klingen mag. Wie ist es, Zeit seines Lebens einen falschen Namen zu tragen? Als Junge hasste ich Horkus, vor allem seine Geringschätzung, das Mitleid in seinem Gesicht, sein Lächeln, wenn er mich rief, um mit ihm zu spielen. Der Unterschied in unseren Geburtsrechten war ungerecht. Der Neid benebelte meinen Verstand. Als die Dämonen ihn töteten und mich nicht, hielt ich das für ein Geschenk des Schicksals. Ich ergriff mein Glück mit beiden Händen und ließ es nie mehr los. Als ich ihn sagte, mein Name sei Horkus Gwerm, einziger Erbe des großen Reichtums der Familie Gwerm, an diesem Tag war das Leben gerecht. Da musst du aufpassen, dass du das Bild damals versteckt hättest. Wenn das einer gesehen hätte, dann warst du ja noch in dem Alter. Wie hast du das gemacht? Leider habe ich viele Jahre gebraucht, um die Großzügigkeit hinter der Geringschätzung zu erkennen und das Mitgefühl hinter dem Mitleid zu spüren. Ich entdeckte viel zu spät, dass Horkus mein Freund war, auch wenn ich das nicht so empfand. Ich habe die Hand der Freundschaft, die er mir reichte, nie akzeptiert, und dann war es viel zu spät. Aber was kann ich jetzt tun? Die Wahrheit verkünden, den Namen ablegen und ihn dem Vergessen überantworten? Würde mein Freund Horkus das wollen? Horkus schüttelt müde den Kopf. Ich trage den Namen Horkus Gwerm mit dem Stolz und der Würde, der ihm gebührt. Wie ein Banner auf einem Schlachtfeld. Ich werde seine Verdienste vervielfachen, auf das die Familie Gwerm nie vergessen werde. Ich diene Horkus Gwerm noch immer. Horkus bemühtes Lächeln ist armselig. Das redest du dir alles so ein, mein Lieber. Was habt ihr jetzt vor? Tja, zunächst einmal werde ich euch fürstlich für eure Hilfe entlohnen. Danach werde ich diese Porträts verbrennen. Ich habe sie all die Jahre aus Sentimentalität behalten, aber nun haben sie ihren Zweck erfüllt. Mein verwüstetes Heim wird vermutlich auf den Kopf gestellt und früher oder später wird auch dieser Geheimraum entdeckt. Ich will nicht, dass diese Gemälde jemand anderes zu Gesicht bekommt. Ich werde euer Geheimnis wahren. Also, wenn wir sagen, dass Horkus Gwerm nicht Horkus Gwerm ist, dann gibt es ja eigentlich auch keinen Grund, dass Camellia auf uns böse wäre. Also, sie wird es wahrscheinlich sein, aber eigentlich ja nicht, weil
Es hat eine halbelfische Dienerin mit einem menschlichen Dienersohn ein Kind gezeugt. Das ist Camellia. Was ist daran so schlimm? Gut, sie stammt weder von Adel ab, noch ist sie in irgendeiner Weise hochwohlgeboren. Auch wenn sie natürlich diese entsprechende Erziehung genossen hat. Aber grundsätzlich... Ich habe das dumpfe Gefühl, dass da noch mehr dahinter steckt. Das ist ein Geheimnis, was wir hier entdeckt haben. Aber ich habe den Eindruck, dass hinter dem Geheimnis noch ein Geheimnis steckt. Stichwort Keller, Folterwerkzeuge und die ganzen Indizien. Habt ihr keine Angst, dass ich allen euer Geheimnis verrate? Wollt ihr mir etwa drohen? Auf Horkos Gesicht bilden sich zahllose rote Flecken. Ich habe keine Angst. Nach dem heutigen Tag habt ihr nicht den geringsten Beweis. Wem werden die Leute wohl glauben? Einem adligen Bürger von Kenabris oder einer der hergelaufenen Söldnerin? Vielleicht dem Großcousin der Königin, der all das bezeugen kann, wenn er bei der Wahrheit bleibt? Der steht nämlich rechts hinter Nokori, du Depp. Und Camellia. Ich würde euch bitten, die Geheimnisse der Familie Gwärm vertraulich zu behandeln. Es wäre doch ein Jammer, wenn unsere junge Freundschaft daran zerbräche. Welche Freundschaft? Also wir haben nicht versprochen, das Geheimnis zu wahren. Ich kann es aber auch nicht aufdecken, also verstehe. Also ihn anzugreifen ist jetzt aber auch nicht sinnvoll. Da würde sich wohl auch Camellia gegen uns stellen, weil es ist ja immerhin ihr Vater. Also verstehe. Bedauerlicherweise hatten mich eure Vorgänger überredet, ihnen einen Teil des Lohns im Voraus zu bezahlen. Ich hoffe, ihr konntet euch mit ihnen einigen und habt einen Weg gefunden, das Geld an euch zu bringen, das sie euch schuldeten. Den Rest werde ich euch mit Freuden geben. Ihr habt es euch redlich verdient. 900 Münzen. Nun denn, ich kann dich nicht länger beschützen. Unser Haus ist zerstört, unsere Diener sind vertrieben oder tot. Horgus starrt seiner Tochter ins Gesicht, als suche er nach einer Antwort auf eine ungestellte Frage. Dann wendet er sich dir zu. Aber nun, folgt mir. Sorgen wir dafür, dass die Geheimnisse von Horgus Gwärm nicht noch einmal entdeckt werden. Ich habe echt nicht die Möglichkeit, ihm das hier, also... das an die Öffentlichkeit zu zerren. Das habe ich nicht. Schade. Der macht jetzt diese Bilder kaputt. Wir haben nur das Wort des Grafen. Schade eigentlich. Kuri traut dem immer noch nicht. Was machst du denn da, du Sack? Verkohlte Rahmen und verbrannte Leinwände. Niemand wird je erfahren, was auf diesen Gemälden zu sehen war. Vielleicht können wir das Geheimnis erst verraten, wenn wir im Hüterherz sind und mit Irabet oder Hulrun sprechen. Das ist auch so ein Argument, das publik zu machen, weil das würde Hulrun nämlich interessieren. Und Hulrun würde in Nokori eine Inquisitorin-Mitschwester vielleicht sehen, wenn sie solche Geheimnisse ans Tageslicht bringt. Wenn wir denn überhaupt noch diese Möglichkeit haben. Und das kann unsere Beziehung zu Hulrun ja vielleicht positivieren. Nun gut, schade, schade, schade. Wir haben hier noch diesen anderen Raum. Das ist auch so ein Geheimnis, was hier noch irgendwie zu entdecken ist. Auch da können wir ja nicht rein. Wir können ihn auch nicht darauf ansprechen, gell? August Gewärm. Ich glaube, wir haben hier ein Geheimnis erfahren, das nur eine Ablenkung sein soll. Von einem anderen Geheimnis. Denn das hier stinkt doch alles zum Himmel. So, wartet mal. Jetzt haben wir da oben natürlich die ganzen Sachen gar nicht eingesammelt. Aber ich denke, die können wir einsammeln, wenn wir hier das alles verlassen, gell? Weil hier liegt ja auch noch... Ach nee, hier liegt gar nichts rum. Aber wenn ich jetzt hier rausgehe, dann habe ich die Chance, den ganzen Mist aufzusammeln. Die Frage ist, ob ich das will. Genau. Ich sammle jetzt hier alles ein. Dann kommen wir hier auf die Karte.
Das ist ja auch noch was gewesen, richtig. Wir wollen aber eigentlich dahin. Gut, das können wir auch noch mitnehmen. Ich gehe nochmal hier rein. Weil ich möchte jetzt hier wirklich nicht diesen ganzen Kram mit mir rumschleppen. Denn das ist echt alles schweres Zeug. Deswegen schmeiße ich all die normalen Waffen und Rüstungen hier einfach wieder hin und mache hier ein bisschen Platz im Inventar. Und dann geht's mit leichtem Gepäck weiter am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!